Malen sei die intimste Form, Krieg zu führen, sagt der Künstler in einem Interview. Das schließt ein atmosphärisches Vorfeld, das aus dem Krieg hervorwächst, ebenso wie das kaputte Umfeld, das Kriege hinterlassen, mit ein. Wenn er den Krieg sagt, so denkt er an zivilisatorische Katastrophen und weiß, wogegen er sich wehrt. 1990 wurde er damals Berufssoldat in den Irakkrieg abkommandiert. 1997 nimmt er inzwischen zunehmend kritisch, oft sehr kritisch eingestellt, Abschied vom Militär. Heute gilt er als einer, der, ich sage das jetzt nicht leichtfertig, als einer der bedeutendsten amerikanischen Maler seiner Generation. Markus Janssen, Sohn einer karibischen Mutter und eines deutschen Vaters, kommt schon früh in Kontakt mit der Graffiti-Avantgarde um den Afroamerikaner Jean-Michel Basquiat. Noch wichtiger aber als diese Anfänge im kreativen Milieu der Subkultur sind für ihn allerdings Erfahrungen wie der Zerfall der modernen Stadtlandschaft, die Verödung ganzer Landstriche durch Klimawandel und Monokulturen sowie die monströs hybriden Auswirkungen einer exzessiven Gentechnologie. Dabei ist Janssen keineswegs nur der umfassende Chronist vieler Fehlentwicklungen in der amerikanischen Gesellschaft und Politik, ist das vor allem als leidenschaftlicher Künstler, ein Vollblutmaler und Kolorist durch und durch. Resistance and Wargames, Widerstand und Kriegsspiele wechseln vom heimlichen Refugium zu einer öffentlichen Katastrophe. Die Situation bewegt sich zwischen realer Zerstörung und leichtfertiger Einübung durch Spiele in eine ruinöse Endzeit. Auf den ersten Blick ein grauenvolles städtisches Trümmerfeld, schwer getroffene, sich verlierende Straßenzüge, aus denen die kaputte Infrastruktur der Versorgungsleitung hochstößt. Bombenkrater und aufgerissene Oberflächen mit einem Geflecht der Vernichtung, gezeichnet von Schatten einer monströsen Verstrahlung. Geschehnisse und Figuren im Bild sind es nicht einheitlich, sondern gehören verschiedenen Wirklichkeitsebenen an. Das schwere Gerät, das ein Steinklotz wegschafft, erinnert an Kinderspielzeug. Das kleine Mädchen daneben scheint als einzige im ganzen Bild ungerührt mit einem Luftballon gegen die Schrecken zu halten. Sie allein gehört nicht zum tödlichen Spiel, sondern bahnt sich ihren eigenen Weg durch die Trümmer. Sie ist realer Widerstand. Dann gehört der Bleisoldat, traditionell so kindisch im Kriegsgetöse kleine Jungs. Hier ist er wohl Bestandteil eines Computerspiels. Links von ihm steht wie aus Karton geschnitten die Dreiergruppe Großmutter, Mutter, Kind aus Picassos Bild Massaker in Korea von 1951. Ein explizites Zitat, stellvertretend für eine sekundäre, andere Realität. Alles in allem ein Tableau der Verheerungen in einer jederzeit möglichen Zukunft, mit der artifiziellen Gewissenlosigkeit eines Computerspiels heraufbeschworen. Amerika zwischen verhängnisvoll früher Einübung und self-fulfilling prophecy. Secret Gardens, die geheimen Gärten von 2011. Sie sehen, Janssen malt nicht nur gegen die Verwüstung einer gebauten urbanen Welt an. Seine ausgedehnten Graslandschaften sind nicht mehr die endlosen Prärien des mittleren Westens, sondern durch Hecken separierte Rasenflächen. Am Rand des sumpfartigen Vordergrundes stehen neben einer baufälligen Hütte zwei baumhohe Fliegenpilze. Ein dritter liegt weiter hinten wie gefällt am Boden. Er streckt die Scheinidylle der geheimen Gärten sich also bedrohlich kontaminiert, die Giftpilze, am Rand einer Umweltkatastrophe, Fragezeichen. Im Grün tummeln sich dennoch Golfspieler, Sportler, Gartenarbeiter. Das kalkige Grün erscheint extrem künstlich, krank ausgebleicht und fügt sich zur abgeschirmten Hermetik der Szenerie. Einem Kunstkritiker fiel auf, dass bei Janssen die schlimmsten Erfahrungen, Ereignisse nicht explizit gezeigt werden, sondern dem Sachverhalt, der sich dem Betrachter mitteilt, kurz vorausgehen. Die Bilder selber appellieren so nicht nur an unsere Empathie, die nachfühlt, sondern verlangen auch eine Einlassung, die rückschließt
und Fantasie wie Denken einsetzt und erfordert. Das Bild mit den beiden Rettungsringen führt das exemplarisch vor. An einer einsamen Felsenküste sitzt völlig allein ein Schiffbrüchiger, nachdem offenkundig ein Unglück geschehen ist. Hat der Sitzende als einziger überlebt? Das Bild scheint auf den ersten Blick unaufwendig gemalt zu sein. Bei näherem Hinsehen erkennen wir doch eine ungewöhnliche Vielfalt malerischer Mittel, verwischte Strünke, wie mit der Spritzpistole aufgetragen im Vordergrund. Sandigen Boden, feinpinselig verrieben, wässrige Schlieren, zügig darüber gewischt. Die Ausführung ist vielfältiger, als wir dies bei Jansen ohne noch vielfältiger, als wir dies bei Jansen ohnehin gewohnt sind. An dem Bild lag ihm offenkundig viel, auch wenn er selber schwerlich der sitzende Überlebende ist. Das Bild besitzt nicht nur eine höchst differenzierte Machart, sondern eine ebenso stille wie starke emotionale Kraft. Sie findet sich in vielen Bildern dieses malenden Diagnostikers wieder.